Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sniper Elite 4. Wir müssen immer noch dort unten die Bombe, glaube ich, abschießen, damit das explodiert. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ob wir das so machen müssen. Aber ich sehe schon fast keine andere Möglichkeit, oder? Oder da unten? Vielleicht doch von woanders? Ja, mein Geschütz auf der Wir haben eine tödliche Bedrohung. Die Partisanen haben wiederholt versucht, es auszuschalten. Vergebens. Im Gegenteil, es hat sogar zahlreiche Opfer unter ihnen gegeben. Ich schätze, mit einer gut platzierten Rucksackladung sollte man das Ding beikommen können. Ja. Ich sollte lieber auf Abstand gehen. Ich gehe vielleicht einfach mal recht weit weg. So dass ich dann vielleicht, ja, von ganz weit weg halt das aktivieren kann oder so. Ich habe keinen Plan. Ich weiß ja auch nicht, wie weit ich weg muss. Alter, als ob du davon Schaden kriegst, ey, weißt du? Wir haben einen Erste-Hilfe-Koffer. Woher haben wir den? Woher haben wir den? Das wäre echt mal interessant zu wissen. Wie es aussieht, bin ich hier noch nicht weit genug weg. Kann ich von der Brücke aus vielleicht darauf schießen? Kurz mal die BPM regenerieren lassen. Okay, wenn ich liege oder hocke, dann geht das um einiges schneller runter. So, da hinten. Kann ich jetzt... Oh, Moment. Ah, okay, ich muss doch drauf schießen. Okay, alles klar. Übrigens, Leute, ich nehme gerade mal nicht mit der Grafikkarte auf, also über die Grafikkarte, sondern über den Prozessor. Bei OBS kann man ja einstellen, über die Grafikkarte oder über den Prozessor. Und ich nehme mal über den Prozessor auf, um nur mal zu testen, wie das so anders läuft, etc. Was da so anders ist, wie das so anders funktioniert. Ob das alles besser ist oder ob das schlechter ist, wenn ich so aufnehme. Ja. Also bisher habe ich auf jeden Fall mehr FPS, definitiv. Wir haben sogar alles geschafft, Leute. 78% abgeschlossen, ja. Hier haben wir aber nichts gemacht, wie es aussieht. Berüchtigt für 15 Minuten, ist wahrscheinlich das Ganze hier in 15 Minuten schaffen. Das könnte natürlich sein. Aber ja gut, okay. Dann ist das so. Ich will es ja nicht 100% spielen, das Spiel, ne? Also ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall mehr FPS, das ist schon mal nice. Na, auch keine Frame-Einbrüche oder so. Ist schon mal ganz cool. Und wir sind jetzt bei Lorino-Werft. Bei der Lorino-Werft. Alles klar. Die Mission starten wir dann auch gleich. Maximale Herzfrequenz. Maximale Herzfrequenz erhöhen. Herzfrequenz erhöht sich ein wenig schneller. Oh. Ich glaube, ich mache maximale Herzfrequenz. Wir können ja mal zwischendurch austesten. Also wir nehmen jetzt erstmal die maximale Herzfrequenz und in der nächsten Mission nehmen wir einfach mal die schnelle regenerierende Herzfrequenz. Mal gucken, wie das dann, was dann besser ist. Also ich stelle mir eigentlich die maximale besser vor. Für mich auf jeden Fall, weil ich ja viel laufe oder sprinte, sag ich mal. Dass ich dann ein bisschen länger sprinten kann. Obwohl danach halt, wenn sie sich schneller erholt, ist es dann auch praktischer, ne? Na, ich weiß noch nicht. Aber wir können ja schon loslegen. Ich habe gerade noch ein Stück Kaffee getrunken. Alles klar. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Die Aufnahmen aus dem abgestürzten Flugzeug zeigen groß angelegte Waffenlieferungen auf dem Weg zur Werft in Lorino. Findet diese Waffen. Ende. Hab verstanden. Alles klar. Ende. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Sollten wir eigentlich schaffen. Erstmal hier wieder jede Mission annehmen. Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch.
Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel, hm? Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn sie dann fertig sind mit dem, was sie da... Wieso geben sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? Mich stört das ja schon, dass die Untertitel scheiße übersetzt sind, im Gegensatz zu dem, was sie eigentlich sagen. Aber gut. Was bedrückt sie denn? Ein Mann namens La Terza, der Hafenmeister. Ein Freund von Ihnen? Ich kenne niemanden, der so durch und durch verdorben ist. Außer Böhm natürlich, diesen Mistkerl. Also kein Freund. Er ist ein Verräter. Er hat viele unserer Leute in den Tod geschickt. Man sollte an ihm ein Exempel statuieren. Ach ja? Ja, sollten wir. Hier ist noch wer. Wer bist du denn? Weiß der Engel, wie schlimm es ist? Sie führt uns an. Sie hat andere Sorgen. Ohne sie sind wir gar nichts. Hab das Gefühl, sie zweifelt an sich. Sie ist bei uns, seit Böhms Leute ihren Vater geholt haben. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Er wirft einen langen Schatten, ich weiß. Sie ist ihm eine würdige Nachfolgerin. Wenn ihr das nur klar wäre. Also holten ihn Böhms Leute? Man fand nie eine Leiche. Muss schwer für sie sein. Nicht nur das, Karl. Karl! Das OSS wusste von seiner Entführung. Aber er war nicht von strategischem Wert. Also wurde nichts unternommen. Gar nichts. Oh, neues. Wieso wurde mir das. Da was? Informationen finden. Was die Deutschen transportieren. Scheinwerfer deaktivieren. Waffen zerstören. Lagerhaus untersuchen. Das ist Lucio. Waffen zerstören. Achso. Wir haben doch von ihm gerade eine Quest bekommen, oder nicht? Dann haben wir keine bekommen. Doch. Okay. Oh, so viele Missionen, ey. Was ist das denn? Beeindruckende Klinge. Sie gehörte meinem Vater. Gehörte? Böhms Männer holten ihn mitten in der Nacht. Und seitdem nichts. Kein Wort. Die Stimme passt nicht zu ihr. Wie sagte einst ein Dichter, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Mein Vater war dieser Funke. Darum ist man ihm gefolgt. Die Partisanen? Das wusste ich nicht. Er war mein Vater und ihr Anführer. Das sind große Fußstapfen. Ja, richtig. Aber solange es keine Leiche gibt, habe ich Hoffnung. Die Hoffnung hält uns am Leben. Freuen Sie sich über Ihren kleinen Sieg am Viadukt? Genau wie Sie es wollten. Dafür danke ich Ihnen, Lieutenant. Aber die Partisanen hängen an einem seidenen Faden. Wir brauchen Munition, Treibstoff, Medizin. Heilige Madonna, vor allem Medizin. Typhus? Er grassiert in Alagra. Auch ein paar unserer Leute zeigen schon erste Symptome. Wir wissen, dass die Nazis einen Impfstoff über die Werft transportieren. Wenn sie herausfinden, wo er lagert... Ich gebe mir Mühe.
Die Stimme passt halt so null zu ihr, finde ich. Also zu dem Charakter irgendwie, so vom Aussehen her. So die Stimme klingt so sanft und was so recht jung und so. Und sie sieht halt so, ja, sehr tough und ein bisschen älter aus. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, unpassend gewählt, sag ich jetzt mal. Also finde ich, das ist in meinen Augen so. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Kann ja sein, dass ihr das ganz anders empfindet und sagt, jo, die Stimme passt perfekt zu dieser Person. Aber ja. Hier wimmelt es von Wachen. Ich bleibe lieber im Schatten, um Informationen zu sammeln. Okay. Können wir uns den trotzdem snacken? Hier ist ja nur der eine, ne? Alles klar. So, der nächste ist da unten. Fährt noch ein Auto. Das hier wird sehr nützlich sein. Also ich werde definitiv nicht die Autos explodieren lassen. Das darf ich nicht tun. Oh, da unten ist er. Psst, Leute. Psst. So wird zu dir mal leise sein. Eieiei. Ja, nicht nur du. Wir müssen die Leiche wegschaffen. Lalalala, es hat niemand gesehen. Hier ist niemand gestorben. Lalalala, einfach mal hochbringen. Ich habe nämlich das Gefühl, die entdecken Leichen auch, wenn sie in Büschen liegen. Und er sieht halt chillig aus. So, jetzt noch schnell durchsuchen. Gewehrmunition, schön. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Stielhandgranate haben wir auch noch bekommen. Ja, Gewehrmunition brauche ich gar nicht, ne? Merke ich gerade. Okay. Was ist denn unser erstes Ziel eigentlich? Ich würde sagen, wir gehen hier den Weg rum. Fangen wir hier an. Müssen also die ganzen Leute dort irgendwie ausschalten. So, ich versuche das jetzt mal alles ein bisschen taktischer zu machen. Ich sollte auch F drücken dafür. Einfach mal dahin. Ja, ja, guck mal nach, genau. Ich will aber hier hin. Wenn er jetzt noch näher kommt, dann kann ich ihn gleich umbringen. Shit! Okay, kurz warten, Leute. Move die jetzt her. Jetzt verstecken sie sich auch noch. Oh, da kommt einer. Da war er. Hier war hier vorne. Da ist er, ja. Ja, move da mal hin. Komm, geht da mal hin.
Ja, Geräusch gehört, das soll das so sein. Komm, komm, irgendwer muss da mal hinmoven, bitte. Komm, komm, komm. Ja. Ja, ja. Komm doch. Nice, 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 nice. Ja, ja. Jetzt kommen da zwei hin. Nice! Es funktioniert gerade besser als erwartet. Ich laufe jetzt einfach mal wieder nur über die rüber. Und eigentlich müsste ich sie auch durchsuchen. Wegen Pistolenmuni etc. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ich habe keinen Bock, die wegzuräumen. Das wäre mir zu doof. Das wäre mir zu doof. Komm, schon ein bisschen mehr Pistolenmuni. Ja, nice. Zwei, okay. Ist aber schon mal besser als gar nichts. So, jetzt chillen da hinten am Eingang noch welche. Die Fahrzeuge will ich alle nicht zerstören. Oh, da oben chillt einer. Ich glaube, den kriege ich von hier unten noch nicht. Sieht er mich hier? Nee. What? Oh, oh. Nein, Mann. Darf sich nicht bewegen. Nein. Okay. Ha! Oh, wer hat mich denn da gerade fast gesehen? Ist hier vorne einer? Ach da! Shit. Okay. Das war natürlich gut. Das war sehr gut gemacht. Sehr, sehr stealth-mäßig. Auf jeden Fall. Nice. Sonst nichts. Okay, alles klar. Ja, dann sind wir ja hier soweit schon mal ganz gut dabei. Haben die Sachen hier geklärt erstmal. Hier draußen zumindest. Jetzt müssen wir hier drin halt weitermachen. Okay, hier ist keiner. Okay, sind alle wahrscheinlich hier in der Halle. Da ist einer, okay. Der ist direkt hier vorne. Ich würde aber gern noch wissen, wo der andere hinguckt. Er ist hinter der Kiste, okay. Das war laut! Das war sehr laut. Aber alles klar, den hätten wir auch. Oh, da geht er gerade. Oh. Das wäre fast in die Hose gegangen, Alter. Das wäre fast richtig bad geworden. Heilige Kacke. Aber alles klar. So, da chillt einer. Ich gehe mal hier außen rum. Geh mal da hoch. Geh mal hoch. Genau. Oh, da ist einer. Der ist auch alleine. So, die beiden sind safe hier drin. Shit. Das war nicht selbst genug. Okay. Scheiße, sie wissen gerade, wo ich bin. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, hier hinter den Zügen können sie mich erstmal nicht erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang gehe... können sie mich auch nicht sehen, alles klar. Würde ich jetzt nämlich erstmal
gern hier hochgehen. Ich muss den Zielhafen dieser Ladung herausfinden. Oh, wir sind ja schon da. Lol. Alles mitnehmen. Alles klar. Gut, Leute. Wir haben die Rucksackladung schon mal platziert. Dann würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Also sie ihren Timer hinzufügen etc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.